Hi, WIPKITAR hier. Schön, dass du in einem weiteren Trainingsvideo mit dabei bist. Und zwar machen wir weiter mit unseren Workouts, unseren Trainingsvideos, die wir vor einigen Monaten schon gepostet haben. Und dort haben wir uns im Anfängerbereich bewegt. Es waren Tempi auf dem Metronom zwischen 40 und 60. Und in dieser Serie von Videos, die jetzt folgt, gehen wir vom Tempo 60 auf Tempo 100 auf der Gitarre. Wir werden dieselben Übungen durchgehen. Und das ist schon eine beträchtliche Steigerung im Tempo. Da solltest du vorab die alten Videos alle nochmal durchgehen, sodass du dann hier direkt beim nächsten Tempo-Level für Fortgeschrittene einsteigen kannst. Es geht los mit Übung 1.1, Seite für Seite, String by String. Wir beginnen bei Tempo 60. Thank you.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast jetzt 10,5 Minuten auf dem fortgeschrittenen Tempo mit mir gemeinsam trainiert. Glückwunsch dazu. Hier noch ein paar Tipps von mir. Wenn du meine linke Hand beobachtest, dann siehst du, dass ich den Daumen immer auf der Mitte des Griffbrettes hinten halte, in einer sehr, sehr entspannten Position. Also auf keinen Fall solltest du den Daumen so halten, sprich angespannt, sondern einfach ganz, ganz locker, immer in der Mitte. Und das Einzige, was sich während der gesamten Übung ändert, ist der Winkel meines Handgelenkes, wie du sehen kannst. Das ist alles, was hier passiert. Dann solltest du die Finger möglichst nahe am Griffbrett halten, eine entspannte Sitzposition dir zueignen und auch mit der rechten Hand nur ganz, ganz kleine Bewegungen ausführen. Hier die Hand natürlich immer auf die Brücke legen, hier schön ruhen lassen. Das solltest du dir immer so angewöhnen, damit du, wenn du abdämpfen möchtest, die Hand in der optimalen Position hast. Ich picke, wie du sehen kannst, etwa in der Mitte auf dem mittleren Tonabnehmer. Und bei einer Humbucker-Gitarre wäre das genau in der Mitte zwischen den beiden Pickups. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Wir sehen uns im nächsten Übervideo. Bye, bye.